Wir sehen uns auf reitschuster.de. Die Kanzlerkandidatin von Köpenick, Annalena Baerbock, 10 Fehler bzw. Ungereimtheiten in ihrem Lebenslauf. Unfassbar, was da jetzt an die Öffentlichkeit kommt. Das jüngste Beispiel, das ist nicht das allerjüngste, ich habe schon den Überblick verloren. Sie schrieb in ihrem Lebenslauf, sie sei Mitglied des UNHCR. Das ist der Hohe Kommissar der UNO für Flüchtlingsfragen. Wie kann man Mitglied beim Hohen Kommissar sein? Und es gibt dort tatsächlich keine Mitgliedschaft. Das stand da einfach so, ist inzwischen verschwunden. Und mein Kollege, sehr geschätzter Kollege Philipp Blickert, der hat gestern mehrere solcher Ungereimtheiten gefunden. Und er schrieb dann auch, dass am Abend immer noch massiv herumgebastelt wurde am Lebenslauf von Annalena Baerbock. Und da frage ich mich, na, Hand aufs Herz, wer macht da nicht mal einen kleinen Fehler im Lebenslauf? Aber noch mehr Hand aufs Herz, 10 Fehler und Ungereimtheiten. Und Blickert schreibt das sehr gut. Er sagt, ist das schon Hochstapelei oder nur Ahnungslosigkeit? Beides wäre sehr merkwürdig. Aber jetzt gehen wir mal in die Details. Schauen wir uns das hier an. Annalena Baerbock sagt, sie sei Mitglied beim German Marshall Fund. Der Kollege Blickert hat hingeschrieben und da stellte sich heraus, das stimmt nicht, sie war Teilnehmerin des Marshall Memorial Fellowship Programms, wurde dann aber nicht zum Mitglied im Member of the Alumni Leadership Council, da hätte man nämlich bezahlen müssen. Ja, es geht noch weiter, es geht auch zur Parteistiftung der Grünen und da schauen wir uns mal an, was da Annalena Baerbock angab. Sie sagte, sie sei Mitglied des Transatlantik-Europa-Beirates und wenn man sich dann aber die Tabelle anschaut auf der Seite der Heinrich-Böll-Stiftung, da fehlt sie wieder. Die österreichische Internetzeitung Express hat 7 Unstimmigkeiten gefunden im Lebenslauf von Anna Baerbock. Unstimmigkeiten, Fehler, Merkwürdigkeiten, die blende ich jetzt hier einmal ein und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich finde das atemberaubend. Ja? Vor allem bei einer Partei, die sich ja ständig als das moralische Nullplusultra vorzeigen will, die für sich in Anspruch nimmt, die moralisch Gute zu sein. Und dann hat man hier eben mal 10 Sachen. Und ist das wirklich nur noch Ahnungslosigkeit? Und das bei einer Völkerrechtlerin, auch der Begriff Völkerrechtlerin ist ja massiv zweifelhaft, weil sie ja gar keine Volljuristin ist. Und normalerweise bei Völkerrechtler, ich denke nicht, dass der Begriff geschützt ist, aber da geht man davon aus, dass das jemand ist, der zumindest eine vollständige juristische Ausbildung hat. Und auch das ist nicht der Fall. Eigentlich jedermanns Privatsache, aber wenn man sich ums Kanzleramt bewirbt, um den mächtigsten Job im Lande, dann ist das doch sehr, sehr merkwürdig und in meinen Augen auch dubios. Und die Welle des Protestes, die bleibt aus. Focus Online hat das jetzt groß gebracht, aber ansonsten die treu, braven, grünen Medien, die in vielen wirken wie eine Pressestelle der Grünen, die verschweigen das oder sie bringen es eher gering. Vielleicht ändert es sich ja jetzt noch. Manches ändert sich. Ich habe ja zum Beispiel gefragt in der Bundespressekonferenz, ob sich die Kanzlerin nicht äußern will zu den Aussagen vom Ostbeauftragten Wanderwitz, der de facto Millionen Ostdeutschen die Demokratiefähigkeit abgesprochen hat. Und jetzt hat sie sich tatsächlich geäußert. Manchmal bringt ja Nachfragen auch weiter. Der zweite Skandal, Jens Spahn, unser Skandalminister, ein Skandal nach dem anderen und der neueste, der schlägt allem den Boden aus, wenn er denn stimmt, man weiß das ja nie, das ist vom Spiegel. Der Spiegel ist ja auch sehr, wie soll ich das sagen, sehr nicht unparteiisch, lassen wir uns das mal so auf der Zunge zergehen, was die schreiben. Sie schreiben, dass der Minister bzw. sein Ministerium Unmengen von unfähigen, untauglichen Masken an arme Hartz-IV-Empfänger, Behinderte und Leute, die sozial benachteiligt sind, verteilen wollte. So unbrauchbare Masken für diese sozial Schwachen. Es ist in doppelter Weise unfassbar. Zum einen, dass man eben Masken, die nicht zertifiziert sind, die im Zweifelsfall unbrauchbar sind, überhaupt herausgibt. Dann ist die Frage, woran glaubt man da wirklich? Und
dann das zweite Unfassbare, dass man sie eben an sozial Benachteiligte herausgeben will. Hartz-IV-Empfänger, Behinderte. Und wenn das stimmt, aber Spahn äußert sich ja bisher noch nicht, zumindest ist mir nichts bekannt, dann ist es wirklich unfassbar. Und das Schlimme ist, dass man denen das zutraut. Also es ist wirklich eigentlich nicht mehr beschreibbar, aber bei uns ist ja nichts mehr ein Rücktrittsgrund. Man kann hier eigentlich machen, was man will, und es geht alles durch. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's gänzlich ungeniert. Und das trifft hier offenbar auch zu. Ja, ich komme mir vor wie in einem Irrenhaus. Es ist wirklich völlig unrealistisch, was wir hier erleben. Die Zensur geht auch immer weiter. Auf Twitter der Kollege Euler, alter Fokus-Kollege von mir, Mitarbeiter meiner Seite, hat einen Bericht über einen kanadischen Forscher geschrieben. Dazu wurde auch in der Bundespressekonferenz gefragt. Der sagte, diese Spike-Proteine, die durch die mRNA-Impfung, Kritiker sagen Gentherapie, die dadurch produziert werden, dass die gefährlich sind, und in dem Beitrag ist extra noch mit drinnen, dass in der Bundespressekonferenz gefragt wurde, dass die nichts antworten, also eine Meinung, die legal ist, und das wurde jetzt bei Twitter faktisch gesperrt für Likes und zum Teil sehr stark beeinträchtigt. Da ist das Wahrheitsministerium wieder aktiv. Warum kann man nicht unterschiedliche Meinungen stehen lassen, zumal da der Bundesregierung die Möglichkeit gegeben wurde, dazu zu äußern? Unglaublich, was wir hier erleben, was hier vor sich geht. George Orwell lässt grüßen. 1984, der große Roman, nur dass das Wahrheitsministerium inzwischen soziale Netzwerke sind wie Twitter. Die Konkurrenz, damals Palais, war sehr im Kommen, das wurde dann abgeschaltet mit Hilfe von Amazon. Jetzt sehe ich das, ich habe dort meinen Account sehr stark gesunken. Vielleicht wichtig, dass man da auch wieder mal reinschaut, um diese Monopolstellung der Großen, der Giganten zu brechen, in meinen Augen wichtig. Ich mache auch meine Videos, alle lasse ich parallel oder lade die parallel auf Rumble.com und auf Odyssee hoch, damit da auch die Alternative da ist zu YouTube. Ich halte das für sehr, sehr wichtig. Was habe ich vergessen? Muss ich nachschauen auf meinem Spickzettel. Das hilft manchmal, was man nicht mehr im Kopf hat, muss man im Handy haben. Früher hieß es in den Füßen, heute im Handy. Sehr guter Beitrag noch vom Professor Dr. Kutschera über einen Stanford-Historiker, der das, was wir jetzt erleben, mit der Zeit von Galilei vergleicht. Also genau das bei Twitter hier wieder, diese faktische Zensur, soft, dass abweichende wissenschaftliche Meinungen nicht erlaubt werden. Und dieser Stanford-Historiker, der sagt, er glaubt, in Filmen sei es einfach eine Geldmacherei, die Corona-Politik. Auch das wieder eine Meinung, aber Sie sollen ja viele Meinungen hören. Deshalb empfehle ich Ihnen, sich das anzuschauen. Und in Deutschland gibt es jetzt auch eine Initiative von Wissenschaftlern unter dem Motto Wissenschaft steht auf. Machen renommierte, international anerkannte Experten teilweise hier auch mobil gegen diese Monokultur, gegen dieses Galileo-Phänomen, dass nur eine Meinung richtig ist. In diesem Sinne, alles Gute, schönen Samstag, schönes Wochenende. Ich hoffe, es ist bei Ihnen sonnig wie hier in Berlin. Alles Gute, ciao. Einen hätte ich noch, morgen Abend Wahlberichterstattung auf meiner Seite. Sachsen-Anhalt könnte sehr, sehr wichtig sein und mitentscheidend, wie es in unserem Land weitergeht. Schauen Sie rein. Alles Gute, danke, ciao. So, und jetzt noch die Suche nach einem Witz. Witz, 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 komm. Manche schreiben mir, sie mögen meine Witze nicht, drum mache ich sie im Backstage. Da kann man vorher ausschalten. Echte Demokratie. Was machen wir heute? Was machen wir heute? Was Sowjetisches? Was Sowjetisches? Die sind ja manchmal nicht so leicht zu verstehen in Deutschland. Ein Stalin-Witz heute. Und zwar, warum Stalin? Weil wir ja so viel Linksradikalismus heute haben und weil der ja fast schon im Mainstream ist und weil völlig vergessen ist, wie schrecklich diese linksextremen Systeme waren. Drum heute ein Stalin-Witz. Stalin spricht auf einem Parteitag über den Sieg des Kommunismus, und als er gerade darüber spricht, wie toll seine Leistungen sind, da hustet jemand ganz laut. Dann ist Stalin und sagt, wer hat hier gehustet?
Saal, alle laufen bleich an, völliges Schweigen, niemand sagt es. Sagt der Stalin, nochmal, wer hat hier gehustet? Keiner meldet sich, dann sagt Stalin, die erste Reihe abführen lassen, erschießen. Dann rausgeführt, erschossen, sagt Stalin nochmal, wer hat hier gehustet? Immer noch traut sich niemand. Stalin, die zweite Reihe abführen lassen, erschießen. Sagt er, so, wird's jetzt, gibt jetzt endlich derjenige, der gehustet hat, das zu, oder muss ich noch mehr Reihen abführen lassen und erschießen? Und auf einmal hinten in Reihe 15 irgendwo jemand ganz ängstlich mit weichem Gesicht sagt, Genosse Stalin, ich habe gehustet. Sagt Genosse Stalin, Gesundheit, Genosse, so, wo waren wir stehen geblieben? Ja, Humor ist ja ein Mittel, um das Unerträgliche erträglich zu machen. Und der Humor war in Russland ein Mittel, um die Schrecken der kommunistischen Zwangsherrschaft zumindest etwas erträglich zu machen, wobei erträglich konnte man die gar nicht machen. In diesem Sinne mit diesem eigentlich sehr traurigen Witz, und es gibt viele von der Sorte, nochmal auf Wiedersehen. Danke, ciao, tschüss.